Ah ja, stimmt, die sind ja im Zelt gewesen, Digga. Die waren ja im Zelt zusammen. Jetzt zusammen? Ja. Das war eine wilde Szene. Oh mein Gott, wartet. Bevor wir das machen, Leute. Bevor wir das machen, ganz kurz. Ich muss jemanden anrufen. Warte mal. Passt mal auf, wartet. Und zwar rufe ich jetzt Fringe Timmy. Und wie heißt der? Den anderen mit der Propellermütze. Mann, wie heißt denn der nochmal, Chat? Sag's mir, schnell. Wie heißt der? Schnell, Jojo. Jo, was geht? Jojo. Guten Tag. Hast du gerade Zeit? Ja. Ist Jonas auch bei dir? Ja, der ist auch da. Der telefoniert gerade selber noch. Aber ja, wir sind hier gerade am Start, ja. Pass auf, ich guck mir gerade die neue Folge Krass Klassenfahrt an. Ich bin jetzt gerade bei 19 Sekunden, also ist noch nicht so viel passiert, ne? Ja. Bist du schon am Stream? Noch gerade nicht, aber ja, jetzt. Warte. Also ihr streamt jetzt, oder wie? Jonas hier zurücklaufen. Ja, Nico, ich muss gerade mal kurz was angucken. Okay, Warte, wir sind gerade nicht im Stream, aber wir wollen jetzt gleich starten. Wann wollt ihr denn starten? Ich muss kurz mit Jonas sprechen. Eigentlich jetzt so in der nächsten halben Stunde auf jeden Fall. Okay, ja, passt auf. Soll ich euch einen Deal anbieten? Ja, ich guck mir jetzt die neue Folge Krass Klassenfahrt an, ja? Aha. Und dann sprechen wir, mein liebster Jojo, über meine Beziehung zu Frau Bra. Du wolltest ja mit mir darüber sprechen und ich biete das jetzt an der Stelle hier gerne an. Nice, ja, sehr geil, so machen wir es. Okay, gut, pass auf, dann werde ich jetzt die Folge wieder analysieren, schauen, was passiert. Und dann möchte ich, dass ihr mir bitte die Pforten zu Frau Bra eröffnet. Sehr geil. Du kannst dich auf jeden Fall auf die Folge freuen und dann reden wir drüber. Jonas Ems soll bitte nicht in meinen Chat schreiben, ja? Gut. Alles klar. Wunderbar. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich freue mich auf die Folge, Mann. Let's go. So, Leute, dann schauen wir die Folge und reden gleich über Frau Bra. Bra, 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 bra. So, zuerst haben wir mal Krabis, Krabis und Baba. Genau. So, let's go. Mit Stanley. Ja? Oh nein, es ist Stanley. Es muss Stanley sein. Es muss Stanley sein. Ja gut. Das war doch mal wieder klar an der Stelle. Ist hier vielleicht noch ein bisschen Platz in der Sauna? Nee, du siehst, die ist komplett voll besetzt, Bro. Man sieht es doch. Nee, eigentlich nicht. Die ganze Sauna ist leer, sei mal nicht so. Das Handtuch gefällt mir sogar noch besser. Ich finde, mit dir in der Sauna ist mir direkt noch heißer. Es ist irgendwie, ich komme noch mehr ins Schwitzen als sonst was. Ja gut, mit AirPods in die Sauna. Leute, ich krieg dafür keinen Bann. Das ist eine Saunaszene in der Bann. In der Szene, mein Gott, rafft ihr die Nippelregel immer noch nicht? Wenn ich jetzt am Pool bin und meine Nippel zeige, dann ist das normal. Wenn jemand in einer Sauna ist und seine Nippel zeigt, dann ist das normal. Versteht ihr endlich die Regel von Twitch? Haltet eure Fresse! Einfach angenehmer mit dir. Ja, und ich wäre lieber alleine. Sei mal nicht so. Ich dachte, wir haben jetzt zusammen so eine schöne Zeit in der Sauna einfach. Bisschen reden, bisschen Wellness, entspannen. Ja, gut. Stanley ist so hartnäckig. Er versucht wirklich bei jedem Girl aus der Klasse zu landen. Hat sie da ein Tattoo oder ist das mir gar nicht aufgefallen? Und woher soll ich da wissen, dass er mich nicht auch einfach nur flachlegen will? Ich bin mir sicher, dass Stanley dir sicherlich kein sexuelles Interesse an hat. Wahrscheinlich wird Stanley dich nicht flachlegen. Stanley wird dir sicherlich einfach nur Nachhilfe geben wollen. Weil, ganz ehrlich, das habe ich echt nicht nötig. Eine nippelreiche Folge. Ich bin so froh, dass wir wieder zusammen sind. Ich auch, Mann. Du bedeutest mir so viel. Ich auch. Ich hab dich unfassbar doll gern. Du bedeutest mir alles. Oh mein Gott! Boah, es ist so geil hier. Endlich nutzt jemand mal diesen scheiß Pool. Guck mal, das Wasser ist so warm. Einfach mit dir hier zu sein, ist so schön. Ja. Weißt du was? Ich liebe dich wirklich. Das ist ja. So, wir müssen mal erst gucken, gibt es hier irgendwelche Bikini-Szenen, weil Bikini-Szenen sind wirklich kritisch. Das ist okay, gut. Und irgendwie, guck mal, die Atmosphäre
ist ja gerade schon, würde ich sagen, so ein bisschen... Unangenehm ist die Atmosphäre, ganz genau, unangenehm. Entspannter, oder? Ne? Und, weißt du, hier ist keiner. Ja. Hier ist wirklich keiner. Also, was willst du hinaus, Fly? Willst du nicht vielleicht deine Sachen ausziehen? Ach, Fly, wirklich. Hör auf jetzt, Fly. Ganz ehrlich, sie hat gesagt, dass sie das nicht will. Sie will, weil sie an Gott glaubt, erst nach der Ehe. Dann ist es nämlich okay, komplett weggeflankt zu werden. Unehrenhafter Art. Vorher nicht. Fly, Alter, du wirklich, lern es doch endlich mal, Mann. Perversling, Alter. Warum denn? Warum gehst du schon wieder auf dieses Scheiß-Thema ja, ein? Ja, Fly. Ich will einfach noch unser erstes Mal hinter... Und ich will es einfach machen. Ich will einfach reinfashen. Genau das ist das Problem. Ich möchte es nicht hinter mich bringen. Ich möchte es mit dir haben, wenn wir verheiratet sind. Es bedeutet mir die Welt. Und du tust immer so, als würde es dir nichts bedeuten. Ja, Mann. Fly. Jedes Mal streit mir. Nein, jedes Mal streit mir dafür. Wirklich jedes Mal. Ey, Fly, es ist wirklich echt scheiße. Hier, nein. Also, Fly. Mir bedeutet wirklich. Viel, aber ich... Fly, guck mal, das Ding ist, es ist wirklich jetzt an einem Punkt, wo du aufhören musst, dass du da immer... Dann geh doch einfach in den Puff, wenn es dir so viel bedeutet, Fly. Wirklich. Du dreckiger Lustmolch. Das ist gar nicht, sonst würdest du es nicht die ganze Zeit ansprechen. Weil genau. Wenn ich dir was bedeuten würde, würdest du das Thema einfach lassen. Ja. Lass es doch einfach. Weißt du, was ich jetzt lasse? Unsere Beziehung, weil... Und wieder Single, das hast du jetzt davon. Das nervt mich. Ich lebe einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe dich nicht. Und deswegen, ach, das geht nicht mehr mit uns. Wirklich, Fly. Das geht nicht mehr. Sorry. Ja. Sorry, kicken wir noch, oder? Fly, Alter, wirklich. Du hast verkackt, Mann. Ganz, ganz, ganz groß. Ich bin so wütend auf Fly. Ich auch. Ich bin auch wütend auf Fly. Zu gierig, der Junge. Weg mit dem, beiseite. Ich weiß nicht, warum er einfach nicht auf meine Wünsche eingehen kann. Und jetzt sind wir schon wieder getrennt. Voila, gib doch einfach Arsch. Dann hast du den ersten Mal noch nicht hinter dir. IQ 2000, denk doch mal nach. Ich verstehe ihn einfach nicht. Und ich dachte wirklich, er hätte sich verändert. Ich hasse ihn einfach gerade dafür, dass wir uns schon wieder getrennt haben. Das macht mich so, so wütend. Na? Es macht mich so... Boah, ich bin so sauer, Alter. Macht mich so wütend, Leute. Es macht mich so wütend, Mann. Ich bin so wütend, Alter. Ich bin so wütend, Mann. So ein Ding ist das, Alter. Das passt perfekt. Musikauswahl. Oh. Oh, Frau Bra. Hallo. Hi. Was haben Sie vor? Ich brauche einen Spaziergang, um den Kopf mal frei zu bekommen. Frei. Das hatte ich auch vor. Ach, wirklich? Frische Luft schnappen, das ist ja auch gut. Da hat er die Wolldecke schnell eingepackt. Mensch. Für das Ganze, fürs ja. Ich hatte extra eine Decke mitgenommen, aber wenn ich es jetzt gerade so sehe, dann könnten wir ja vielleicht einfach, habe ich so einen Film gesehen, gemeinsam oder so eine, ja. Sagt natürlich jede normale Pädagogiklehrerin, sagt auf jeden Fall, ja, genau. Dass ich hier mal rummachen darf. Genau. Okay. Mach das jetzt mal hier. Genau so. Ja. So, oder? Ja, ich glaube, du bist ein bisschen zu groß, oder? Also, ja, eigentlich geht das ja so, oder? Es wird schwer. Das sind keine 1,50 Meter Abstand, Leute. Das ist verboten. Das bin ich ein bisschen an ihrem Busen. Entschuldigung. Ja, oder vielleicht ziehe ich einfach eine Jacke an. Dann legen wir die Jacke erstmal weg. Ich glaube, genau. Das ist die Jacke, oder? Genau. Eine sehr gute Idee. Ja. Okay, ich gut. Die Jacke gerade. Okay, dann wir sehen uns draußen. Ich warte draußen, ja? Wie kann diese Lehrerin das mitmachen? Warum hat die nicht schon längst mit Pfefferspray auf dem seine Augen geschossen? Das verstehe ich wirklich nicht. Ja, ja, Frau Bra fasziniert mich. Also in der Schule ist sie mir nie so aufgefallen, aber hier würde ich ja schon gerne mal die Flinte ins Korn werfen. Die Flinte ins Korn werfen ist nicht der richtige Spruch, du Opfer. Das macht doch gar keinen Sinn. Jetzt trinkt dieser Bot sein Bier mit einem Strohhalm. Jojo, Alter. Jojo? Lack, Junge, es reicht langsam, okay? Lack, Junge, es reicht langsam, okay? Doch. Ich will mich entschuldigen, ich mache alles und du ignorierst mich. Die ganze Zeit und ich kann das nicht mehr. Er spielt es wirklich gut, er macht es richtig stark, also man merkt es kaum. Ich schwöre... Es ist eklig und ich will mich jetzt entschuldigen und du hörst mir jetzt zu, okay? Wallah, hör jetzt zu. Sag, ich mein's ernst. Hör mir jetzt zu. Lack, wallah. Und zwar, ich habe über alles nachgedacht und ich habe einen großen Fehler gemacht. Einen sehr großen. Und das weißt du. Ja. Das mit Stanley war... Es war nix. Mhm, nix. Es war einmal und hat nix bedeutet. Wir haben nur kurz gebumst, gar nicht. Stanley ist ein Arschloch. So ein Ding ist das. Mhm.
Das weißt du und das weiß ich. Und das, was du letztens zu mir meintest, Wallah, es war süß. Wallah, ich hab gekichert so. Es war sehr, ich weiß nicht. Fuck, ist das alles unangenehm, wirklich. Fuck, ist das alles unangenehm, wirklich, Leute. Wirklich, Leute. Stanley hat sich nicht einmal gemeldet, seitdem wir, ne? Ja, so ein Ding ist das. Er hat mir ins Gesicht gesagt, dass ich ihm geholfen habe, seine goldene 1000 näher zu kommen. Digga, was ist das für ein Arschloch-Move? Ich brauche jemanden, der mich schätzt. Gut, wenn du vernünftig reden würdest, dann würden das sicherlich ein paar mehr Leute machen. An der Stelle, Stanley, absoluter Ehrenmove, dass du zumindest gesagt hast, warum du sie gebumst hast. Also, das ist stark, guter Charakter. Jemand, der mich liebt wie Jojo. Oh, eigentlich süß, mag ich gar kein garstiges Bier. Aber wissen Sie... Garstiges Bier. Digga, ich schwöre, ich weiß nicht, ob Jojo Gollum oder... Es kommt bei den Frauen besser an und ich werde endlich zu einem richtigen Mann. Nein. Bro, Stanley sieht aber auch einfach aus wie der Überfuckboy mit dieser College-Jacke, Digga. Junge, Junge, Junge. Der sieht aus wie so ein amerikanischen Film. Der ist so einer, der so andere Kinder dann in den Wandschrank tut und draufschlägt. Also, egal. Alter, wo bist du die ganze Zeit? Bestimmt bei dieser scheiß Hortensia. Weißt du eigentlich noch, was ich für ein Opfer ist, Alter? Lass den jetzt. Der hat gefescht. Weißt du, was wir mit dir durchgezogen haben? Die ganze Aktion haben wir gefilmt, Mann. Stanley, das war ein Riesenfehler. Und das darf niemals rauskommen, bitte. Ich kann für gar nichts garantieren. Wenn du mir nicht hilfst, meine goldenen 1000 voll zu machen, dann haben wir echt ein Problem, Alter. Scheiße, Alter. Georg, sei doch mal ein anständiger Wingman jetzt. Der will 1000 Mal bumsen, du darfst kein einziges Mal. Hab doch mal ein bisschen Respekt vor dem, Junge. Ist schon klar, dass das Erpressung ist, ne? Nein, Stanley ist ein Künstler. Bitte lass ihn. Nee. Ich helf dir nicht mehr. Ja, Mann! Denkst du, Alter? Oh, Stanley macht jetzt tatsächlich eine Karikatur. Die goldenen 1000 Geschlechtskrankheiten. Die hat Stanley auf safe. Dieses wichtige Schnittbild, diese Lampe. Barbara? Ja? Ich mag das nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los, Alter? Sollen wir weitergehen? Warum sind die Pferde so klein? Soll das diesen Verbug falsch? Ich hab keine Angst. Das ist schön. Die sind sehr süß. Die machen nichts. Ist ihnen vielleicht kalt? Ja, schon ein bisschen frisch hier, aber es geht eigentlich. Wir hätten die Decke doch mitnehmen müssen. Ja. Das sind einfach Pferde, die verbuggt sind und keine Esel-Chat. Hört auf, sowas zu sagen, Mann. Vielleicht. Wissen Sie was? Ich kann Ihnen meine geben. Warum? Es ist doch. Warum gibst du. Die ist doch auch. Ja. So. Genau. Aber jetzt ist es falsch. So, Entschuldigung, die Brille wieder. Ja, kein Problem. So. Big Simp. Auf anders am Simpen, der Boy. Der Esel. Huch. So. Okay. So, danke. Gerne. Sehr. Das sind Enderdrachen, aber mit anderem Skin. Ihr habt recht, Chat. Sehr lieb von dir. Was ist denn jetzt eigentlich mit Ihrer Trennung? Ja, ich denke, ich brauche noch einige Zeit, dass ich darüber hinwegkomme. Besser ist das. Okay. Also Frau Bra, ich helfe Ihnen da gerne, über die Zeit hinwegzukommen. Also ich nehme auch nicht so viele Drogen wie Kapital Bra. Nur ein bisschen. Also nicht so, ich nehme gar keine. Aber könnten Sie sich... inzwischen denn schon etwas mit jemand Neuem vorstellen? Ja, sagen wir mal so, ich möchte nicht für immer alleine bleiben. Ja, auf jeden Fall. Mehr Szenen von Frau Bra, weniger von den anderen. Fatima?
Fatima? Können wir kurz reden? Schätze? Schätze, Luck? Es ist wichtig. Bitte leg dein Handy weg. Sie spielt so überzeugend, Mann. Wenn ihr overacting, that's not overacting. Ich red doch. Bitte. Es ist wichtig, bitte. Ich muss dir was sagen. Ich muss dir was sagen. Das darf man nicht machen wegen Corona. Ich habe ein Mädchen geküsst. Fuck. Ihr Hund? Mit wem? Sag mir nicht Dorfmädchen. Wallah, es war Dorfmädchen. Sie heißt Cordula. Grün. Cordula, grün. Das weißt du genau. Das weißt du genau. Cordula, grün. Bist du eine scheiß Lesbe? Chill mal. Love is love, Mann. Hör auf. Mädchen, was ist los bei dir? Was machst du da? Verarschst du mich gerade? So eine Reaktion hätte ich nicht von dir erwartet. Wie kann diese Lehrerin das mitmachen? Das ist meine beste Freundin. Warum hat die schon längst Pepperspray auf dem seine Augen geschossen? Das verstehe ich wirklich nicht. Beste Freundin. Sowas ist total verletzend. So ein Ding. Oh. Oh ja. Ach so. Digga, was... Ugh. Oh, ein Brief? Oh, ein Brief? Wir haben blau und schlau gelöst. Für mich? Komisch. Komisch. Wer schreibt mir denn? Georg kann doch gar nicht schreiben. Es ist ein Brief vom Game Master und ab dafür, ganz schnell. Halte dich von Georg fern. Er ist nicht der, der vorgibt zu sein. Georg ist der Game Master. Von wem ist denn der Brief und was soll denn mit Georg sein? Mist. Mist. Irgendein random Brief sagt, dass Georg nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Dann kann ich wohl nicht mehr mit Georg Kontakt haben. Mist. Was ist los? Ja, er ist zurück, meine Lieblingsrolle. Ich dachte immer, ich stehe auf Jungs. Du wirst mir heute Abend auf der großen Party bei meiner goldenen 1000 helfen. Ich hoffe, Stanley wird so zusammengeschlagen. Du hast verstanden, sonst wird die große Wahrheit über dich ans Licht kommen. Mann, Georg, hast du mein Getränk geklaut? Ich hab gesagt, Stanley, nicht Georg soll zusammengeschlagen werden. Los mit dir! So, Leute, und jetzt reden wir. Ich rufe jetzt ganz kurz Jonas Wuttke an. Der Boy, der hat tatsächlich Krassenfahrt gemeinsam mit Jonas Ems geschrieben und produziert hat. Was für nicht erreichbar. Lakwalla, geh dran jetzt, du Opfer. Was ist mit dir? Geh doch dran jetzt. So, geh dran. Ich möchte jetzt mit den beiden kurz über meine Beziehung zu Frau Bra reden. Scheinbar gibt es da irgendwelche Probleme. So, also, kann ich jetzt ganz kurz mit euch reden? Ja, wir sind jetzt da. Okay, gut. Wollen wir in... Habt ihr Discord oder Teamspeak? Rivi, hast du Erfahrungen mit Squad-Streaming gemacht? Kann man einfach kurz rein und dann alleine weitermachen? Das ginge schon, ja. Aber das können wir machen, ja? Warte mal, ich lade dich mal kurz ein, dann kicke ich dich gleich wieder raus. Wie heißt du denn? Jonas Ems, ne? Kann ich danach noch alleine normal weitermachen? Nein. Nee, du musst deinen Kanal dann löschen einfach tatsächlich. Also du kannst den dann einfach oben rechts und dann kannst du wegmachen, den Kanal. Komm mal jetzt rein. Nein, du kannst gleich einfach das Watching verlassen. Komm, einfach kurz rein. Moment. Einfach kurz rein, wie bei Frau Bra. So, jetzt. Okay. Ich bin jetzt bereit, mit dir zu reden, ja? Wo kann ich mich denn selber sehen? Wie kann ich dich... Was willst du? Ja, ich will mich sehen. Wie, du willst dich sehen? Sind wir schon da? Ja, ihr seid schon im Squad-Stream drin. Squad-Stream. Also... Ja, wo kann man sich dann selber sehen? Indem du auf deinen Twitch-Kanal gehst, du Lack. Muss ich jetzt einen eigenen Stream starten schon so? Ja, wäre ja nicht verkehrt, ne? Ja, ich mach's vielleicht zum ersten Mal. Okay, tut mir leid, wenn du so dumm bist. Oh mein Gott, Alter. Okay. Okay, wow. Ja, also du musst deinen Stream halt schon starten. Wo sehe ich Ems Chat? Er ist lost, der hat noch nicht gestartet. Also wenn du jetzt deinen Squad-Stream, wenn du deinen Stream startest, genau, dann kannst du da anfangen. So, genau. Jetzt die Frage, ihr wolltet mit mir über Frau Bra reden. Ich hier mal auf gerade. Was? Hä? Das ist kein Hangout, du Affe. Wir können nicht über Squad-Stream miteinander reden. Das ist kein Hangout. Das ist kein Hangout, Junge, das ist... Ah, Scheiße, Mann! Scheiße.
Also das ist jetzt, das ist kein Hangout. Wir reden nicht miteinander. Also wir müssten über, wir sind jetzt nur in einem Squad. Aber dann ist Squad-Stream eine komplette Scheiße. Was bringt das denn, Squad-Stream? Ja, dann können unsere Zuschauer im Squad hin und her wechseln. Das ist jetzt kein Hangout oder so. Ah, ja. Okay, verstehe. Ja, okay. Ja gut, dann müssen wir halt nochmal reden. Dann, ey, lass uns talken. Pass auf, erzähl's mir. Was gibt es zu berichten? Ja, also wir hatten uns vor allem, wir fanden dann Stream relativ scheiße tatsächlich. Die Reaktion finden wir nicht so cool. Mhm. Und wir hatten da ein bisschen mehr erhofft tatsächlich insgesamt. Ja, okay. Weil wir haben natürlich vieles im Angebot. Wir haben viele heiße Lehrerinnen immer, die wir können auch. Also du weißt ja, wie das mit Kevin und Frau Ostermann lief. Das war ja auch so ein Deal. Ja. Und der hat dann noch ein bisschen coolere Reaktion gemacht. Und deswegen durfte der die halt am Ende auch treffen. Mhm. Und das würden wir halt so ähnlich gerne auch mit Frau Bra machen. Ja, okay. Also ich weiß ja jetzt nicht, das klingt jetzt ein bisschen nach einer Art Menschenhandel. Hat Frau Bra denn nicht selber die Möglichkeit, das selber zu entscheiden oder ist die bei euch unter Vertrag? Achso, gar nicht. Nein. Nee, sie ist ja eine Frau tatsächlich, ja. Ne? Ah, okay. Achso. Warte mal ganz kurz, ist da Monte? Montana Black, hallo? Nee, doch. Ey, achso, ja, sorry, genau. Ja. Wir haben jemanden im Ohr, der uns das mal durchgibt. Das ja. Ist Monte. Achso, gerade. Ja, klar. Das ist so ein großes Ding mit Kai Pflaume, so prankmäßig, ich verstehe schon. Okay. Richtig, genau. Ja, also ich muss jetzt eine positive Reaktion machen, oder wie? Korrekt, ja, das wäre super. Mhm. Und dann kann ich mit Frau Bra mich treffen. Das ist die Möglichkeit, ja. Okay, ist es... Wir schicken dir gleich so ein Google Docs Formular rüber, da kannst du dann halt immer angeben, gerade auf welche Körperregion dich beispielsweise besonders interessieren. Ja. Kannst einen Ort auswählen, das ist auch immer ganz schick. Mhm. Kannst auch die Transportmöglichkeit quasi angeben, wie sie zu dir kommen soll. Ja. Das ist ganz cool. Also wenn die ja zu mir kommt, ne? Ist die dann angezogen? Also kommt auf das Häkchen an, das du anklickst. Achso, ja super, ja, ist ja mega. Es wundert mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich jetzt noch diese Reaktion machen muss, weil Frau Bram ja gesagt hätte, sie würde auch mit mir zusammen reagieren auf ein Video und vorbeikommen. Aber ich nehme an, das läuft dann über euch als Management. Die hat das kleingedruckt, wenn ich richtig gelesen, ja. Ah, ja gut, ja, Frauen, ne? Was ist das? Ja. Mhm. Das ist das Ding. Wir wollen natürlich jetzt auch kein Hashtag-Freiheit-Ding irgendwie haben, aber nee, klar. wir gucken jetzt mal, was passiert. Okay, ja, schwierig, ne? Schwierig. Ja, aber okay. Dann schick mal rüber das Docs. Machen wir. Ja, und aber das ist von euch dann, also das ist ja von euch dann freigegeben, oder wie? Das ist jetzt der offizielle Weg hier bei Twitch tatsächlich, genau. Ja, okay. Ja, dann schick mal rüber das Docs hier bei WhatsApp, da freue ich mich. Wir haben noch eine zweite Anfrage tatsächlich. Ist es jetzt zur nächsten Staffel hin, also sollten die Menschen nicht alle wegsterben an Corona, wenn wir da nochmal was drehen können, ist vielleicht tatsächlich noch was, es wäre vielleicht noch ein Lehrerplatz frei. Ist ein, so ein bisschen, oh, ja. Ist so ein bisschen die Frage. Ja, safe. Also ist Frau Bra auch wieder dabei? Die wäre natürlich auch dabei, genau. Und mhm. Das ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass da was zwischen dem einen Lehrer und der Lehrerin, ja. Was auch gern gesehen wird, ist natürlich der Lehrer und eine minderjährige Schülerin. Das ist auch was Schönes. Ja, das ist immer sehr anders. Also die spielen ja in Wirklichkeit sind die ja schon alle über 18, dann, ne? Also in Wirklichkeit sind die immer noch jünger, genau. Ja. Also die sind meistens sehr, sehr minderjährig. Okay, alles klar. Ja, also was für ein Fach unterrichte ich denn? Sport und Sexualkunde. Sport, das klingt nach Fächern, die selber von mir so gemacht. Ja, nee, das klingt doch super. Also, ich spiele dann quasi einen Pädophilen. Oder, also... Das ist natürlich jetzt sowas, so würden wir das jetzt nicht ausdrücken. Das ist einfach Erwachsenen-Kind-Beziehung, ist der schönere Begriff. Die gesunde Beziehung zwischen einem Pädagogen und dem Schüler. Ganz korrekt, genau. So wie bei Frau Ostermann, Frau Bra und allen anderen. Richtig. Ist ja auch alles ist ja auch Fiktion. Ist ja, also, ne? Ja. Noch nicht die Storyline, dass halt Schüler wirklich was für eine gute Note tun müssen. Also es ging oft nicht um Noten und bei dir wird es halt wirklich diesmal um Noten auch gehen, dass sie halt für eine gute Note einfach was machen müssen. Spielt das denn im Saarland? Weil Sexualkunde ist nämlich nur im Saarland ein eigenstehendes Fach. Also es ist tatsächlich diesmal dann ein Internat, ausschließlich Geschwister sind dabei diesmal, ja. Im Saarland. Geschwister aus dem Saarland, ja, ist doch mega, da habe ich Bock drauf, das ist super, das ist ja super. Sind Lisa und Lena auch mit dabei? Na klar. Ja, so, perfekt. Ja. Ne, da habe ich Bock drauf. Das mache ich doch. Gerne, du. Haben wir das geklärt? Das Doc kommt gleich rüber. Da kannst du einfach die Unterschrift runtersetzen. Da spiele ich dann mit bei der neuen Folge. Genau. Ja. Ich habe keine Gage. Ja. Keine Gage. Richtig. Ja, aber ich weiß ja, was man bei Join bekommt. Also das ist ja schon nicht wenig, ne? Du, das ist alles noch in die Sterne geschrieben, ne, was da mit Join ist und nicht. Ach so. Also weiß man noch gar nicht, ob jetzt... Aber Rhino Shield, die zahlen doch gut. Du, im Endeffekt, wir entwickeln die Incest-Stories und Darsteller. Das ist ein Unterschied. Da gehört auch was dazu. Ja, aber ich kann ja vielleicht ein bisschen auf die Storyline mit Einfluss nehmen, dann auch dann Geld bekommen, ne? Das ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall, ja. Dürfte ich Bernd Berger heißen? Bernd Berger. Also die Möglichkeit gibt's, ja. Das wäre mir ein Anliegen, super, perfekt. Ja, toll, machen wir. Also das machen wir so. Dann schickt mir mal das Docs rüber, dann fülle ich das euch kurz aus, dann treffe ich mich mit Frau Bra und spiele dann einfach in der nächsten Folge mit. Schön, super, machen wir so. Ja, cool. Dann mache ich das jetzt noch hier im Anschluss, ja? Wunderbar.
Sehr schön. Danke für den spontanen Anruf. Ey, ja. Jungs, danke euch für die tolle Möglichkeit und dann machen wir das so, ja? Wunderbar. Sehr schön, so machen wir einen toller Spotstream. Dankeschön. Dankeschön, ne? Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dahin, ciao, ciao. Ja, mega. Also Leute, da kann ich jetzt bei Krass Klassenfahrt mitspielen tatsächlich. Werde dann hoffentlich auch vom Rhino Sheesh Geld noch was bekommen. Kann mit Frau Bra zusammen unterrichten und eventuell jetzt gleich noch die Möglichkeit haben, Frau Bra zu treffen. Also das wäre ja super. Ich muss wahrscheinlich dann eine ja, sehr, sehr positive Reaktion machen. Das ist wohl das Ding. Also ich muss halt eine sehr, sehr positive Reaktion machen, damit ich halt Frau Bra treffen kann. Aber ich meine, das ist ja nicht schlimm, oder? Also, stell dir mal bitte vor, ich komme rein. Bernd Berger, mein Name. Guten Abend. Ich bin Ihr Sport- und Sexualkundelehrer. Super, ich fühle mich jetzt schon in der Rolle. Also ich merke schon, da geht mir was auf, und zwar das Arschloch. Nee, also finde ich toll. Finde ich super. Ist eine Sache, da sehe ich mich drin. Das funktioniert, das läuft. Die kostenlosen Kinder. Schwieriges Thema. Daumen hoch in Chat. Eins in Chat, wenn ihr mich bei Krass Klassenfahrt sehen wollt. So, dann warten wir jetzt mal auf den Link hier. Link bitte. Ich muss es machen. So, eins in den Chat. Hier sehe ich eine Menge Einsen. Perfekt. Also es wird auch nochmal Zeit, dass ich da mitspiele, ne? Kevin ist zum Glück auf Madeira, also diesmal auch keine Konkurrenz um Frau Ostermann. Das ist natürlich wirklich super. Kevin hat auch eine Freundin, ich nicht. Nee, ist gut. Ist gut. Freut mich und es ist gut. Ich schreibe nochmal etwas Jonas Ems. Geben Sie mir bitte den Link. Gut, D-King, das gehört alles zusammen. Das schneidest du in ein Video, das kriegst du hin. Du bist nicht dumm im Kopf.